Hallo, hier ist der Quertisch. Ich begrüße Sie mal wieder, meine Damen und Herren, zu einem weiteren multimedialen Inhalt auf unserer allseits beliebten Distributionsplattform YouTube. Genau. Im Hintergrund sieht man ein Gameplay nicht von mir, sondern von Anthrax. Und es ist eine Perfektion. Oh ja, und den Rest überlasse ich euch zum Ansehen. Könnt ihr vielleicht schon wieder etwas sagen? Dass diese Person hier, glaube ich, recht verwirrt war. Und der ist auch sehr fokussiert auf seinen Laufweg. Aber nun gut. Ja. Nun, ich habe ein paar Sachen zu berichten. Und ich hoffe, man hört im Hintergrund mein Handy nicht so stark, denn ich werde gerade auch eben auf WhatsApp zugespammt. Sollte ich vielleicht auf lautlos stellen, aber es ist gerade so weit entfernt, wenn ich jetzt aufstehe. Da müsste ich erstens die Aufnahme unterbrechen, als auch würde man meinen Stuhl knarzen hören. Außer natürlich, ich würde die Aufnahme unterbrechen, was aber dann wieder... Mit anderen Worten, ihr werdet schon verkraften. Das war, was ich eigentlich sagen wollte. Genau. Womit fange ich an? Das Erste, was ich vielleicht sagen sollte, ist, es gab ein Dashboard-Update für die alte 360. Tatsache, ja. Was es gebracht hat, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, soweit ich weiß, irgendwann mal beiläufig eine Überschrift eines News-Kommentars gelesen zu haben aus dem lieben amerikanischen Sprachraum, die das Update natürlich höchstwahrscheinlich schon früher erhalten hatten. Auf jeden Fall hieß es da, glaube ich, irgendwie, dass es nicht wirklich viel ändert. Weiter habe ich mich aber auch nicht mehr in dem Artikel vertieft und deswegen kann ich jetzt leider nicht mehr dazu sagen. Apropos Artikel, ich habe auch einen weiteren Blogpost veröffentlicht, wo ich ein wenig über meine bisherigen Erfahrungen mit der guten Xbox One rede und beziehungsweise schreibe und allen Interessierten werde ich einfach nur den Link in der Beschreibung nahelegen, kann man sich ja mal ansehen, wenn nicht, bin ich euch auch nicht beleidigt und wollte ich nur darauf hinweisen. Aber das war auch noch nicht alles, was es an Neuigkeiten gibt, denn Hitman Absolution ist momentan bei Games with Gold und soweit ich mich entsinnen kann, ist das, glaube ich, kein allzu schlechtes Spiel. Da dachte ich, mache ich auch mal drauf aufmerksam, da es mir gerade eben aufgefallen ist. Und normalerweise sind wir, was solche News angeht, nicht wirklich vertreten, aber hin und wieder dachte ich mir, kann das dann schon Erwähnung finden. Und so in diesem Fall, genau. Zack. Undecided Hip. Nein, doch, ja, Undecided Hip. Hippo 6. Das ist höchstwahrscheinlich ein Xbox Live generierter Name, nur im Englischen. Da gibt es auch sehr lustige. Egal, ich kann noch andere Dinge erzählen. Nämlich, ich habe ja im Schultheater mitgemacht gehabt und hatte jetzt am Donnerstag und am Freitag meine zwei Aufführungen hinter mich gebracht, die doch tatsächlich auf eine nicht allzu schlechte Rezeption stießen. Rezeption, stimmt das? Ich glaube doch, dass das das richtige Wort ist. Also, mir wurde gesagt, dass ich die Rolle des Betrunkenen gar nicht mal so schlecht spiele. Und das hat mich gefreut, aber das wird die meisten wohl auch gar nicht weiter interessieren, sondern was ich eher mitteilen wollte, war, dass dies sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, da wir relativ lange Proben abends immer hatten, wo wir auch relativ lange in der Schule waren. Und das sollte jetzt schlussendlich vorbei sein, was doch recht cool ist, weil das bedeutet, ich wieder mehr Zeit für andere Dinge habe, wie unter anderem YouTube. Genau. Wobei man hier sagen muss, dass wir, glaube ich, was unseren Content-Output angeht, momentan alle Grenzen des von uns Bekannten sprengen, weil wir es doch tatsächlich schaffen, so gut wie täglich mindestens ein Video rauszuhauen. Und ich habe schon gelesen, manchen wird es doch tatsächlich zu viel. Ich versuche momentan so ein bisschen auch durchzubringen bei den beiden Mitvertretenen hier, respektive Psycho und Ishma, einen sogenannten Ruhetag einzuführen oder hin und wieder halt mal, wo wir nichts hochladen, damit unsere armen Zuschauer nicht allzu sehr zugespammt werden. Genau. noch irgendwas wollte ich sagen, ich hab's vergessen. Ja. Ich weiß, genau. Wie es mir scheint,
verliere ich nämlich auch langsam meine Stimme, was unter anderem auch durch das Theater kommt. Ich hoffe, sie in den nächsten Tagen wieder zurückgewinnen zu können. Nun, vor weiteren Ausführungen hat mich nun das Ende des Gameplays bewahrt, das mit 5 Minuten noch recht kurz war, aber dafür mit 22 Kills umso schöner. Gut, die Gegner waren jetzt natürlich nicht die Mega-Pros schlechthin, aber ich fand es doch recht ansehnlich. Genau. Ja. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, vielleicht auch morgen. Kann ja sein, dass ihr es zu anderen Zeitpunkten als üblich seht, dieses Video. Und ja, ciao, tschüss, sagt der Quer.